Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier in Antigua und ich habe gerade einen Frosch im Hals. Moment. Kleines Hüstelchen und geht schon wieder. So. Und wir sprechen hier mit Wilson, dem Schmied, dem Waffenschmied, und er will uns auch nichts verkaufen, weil eben dieser Chef hier, ne, dieser Admiral-Typi, das Handel verboten hat. Also wir kriegen hier gar nichts momentan. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nicht vielleicht die ein oder andere Quest schon mal annehmen können und unsere Neugierde hier freien Lauf lassen können. Aber Wilson hat gemeint, das wäre nicht so schlau, zu viele Fragen zu stellen. Das würde uns bald Probleme bereiten. Wir werden sehen. Wir sind ja nicht scheu, was Gefahren betrifft hier in Risen 2. Ne? Also, was muss ich tun, damit du mir trotzdem was verkaufst? Was muss ich tun, damit du mir trotzdem etwas verkaufst? Ich will dir nichts verkaufen. Aber wenn du fragst, was du tun kannst, sorge dafür, dass Kapitän Slane und Admiral Alvarez endlich ihre Streitigkeiten beenden. Mhm. Sie sollten sich lieber überlegen, was als nächstes zu tun ist, anstatt sich zu bekämpfen. Na schön, du hast gewonnen. Also, wie viel? Das ist keine Frage des Goldes, mein Junge. Es ist eine Frage der Ehre. Du würdest aus Ehrgefühl kein Gold nehmen? Du würdest aus Ehrgefühl kein Gold nehmen? Unsinn. Das habe ich nicht gesagt. Ich will nur keinen Ärger mit dem Admiral wegen ein paar lumpiger Münzen. Hm. Da musst du dir schon etwas Besseres einfallen lassen. Der Admiral ist ein harter Hund, was? Der Admiral ist ein harter Hund, was? Er war der beste Piratenkapitän, den ich je kennengelernt habe. Er war? Heute nennt ihn jeder Admiral. Er ist nun der Chef dieser Stadt. Wer kann das schon von sich behaupten? Du wirst gut beraten, wenn du ihn mit Respekt behandelst, mein Junge. Wie gut kennst du ihn? Wie gut kennst du ihn? Gut genug, um zu wissen, dass man sich besser nicht mit ihm anlegt. Er ist zwar in die Jahre gekommen, trotzdem würde ich ihn nicht unterschätzen. Aber lassen wir das Gerede. Ich werde mich wegen dir jedenfalls nicht mit dem Admiral anlegen. Okay. Jeder ist käuflich. Wir werden schon einen Weg finden. Jeder ist käuflich? Jeder ist käuflich. Wie auch immer. Ich habe jetzt zu tun. Alles klar. So, wo geht's denn hier noch lang? Hier ist mal... Ah, da vorne steht jemand. Würgeranke, nehmen wir gerne mit. Ich sollte vielleicht auch mal... der ist schon der Friedhof. Ich werde mal kurz speichern. Wartet mal kurz. Ein neuer Spielstand für uns hier drauf speichern. Ja, bitte. So. Was haben wir hier? Ich schleich mal. Sein tut hier niemand. Vielleicht können wir was mitgehen lassen. Ein Amulett. Aha. Aha, aha, aha. Eine Pfuinus. Jawohl. Die Banane können wir mitnehmen und einen Teller. Super. Hier ist leider nichts mehr. Und das Wasserfass bringt uns leider auch nichts. Okay. Dann haben wir hier noch einen Goldklee. Wer bist, du jetzt, Bill? Wer bist denn du? Hey, Moment mal. Ja? Das ist hier wohl der Aufpasser. Du siehst nicht nach einem Kistenträger aus. Das Hinterland von Antigua ist gefährlich. Okay. Also pass auf, wo du hingehst. Ich komme dich nicht retten. Glaube ich nicht. Du siehst ziemlich hilfsbereit aus. Silberzunge 50. Die haben wir gerade nicht. Was ist draußen so gefährlich? Da laufen Viecher herum. Und neuerdings auch noch besonders hässliche. Mhm. Die kommen aus dem Meer hier ans Land und machen mir das Leben schwer. Na toll. Wenn du einen Spaziergang machen willst, geh lieber über den Blutschwurplatz. Kennst du dich auf Antigua aus? Natürlich. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Aber es wird zunehmend gefährlicher. Mhm. In letzter Zeit kommen immer mehr Monster an Land, die jeden angreifen, der ihnen im Weg steht. Kerl meint Maras Viehzeug. Ja, ich weiß. Ich muss höllisch aufpassen, dass nicht mal eins in die Stadt kommt. Früher gab es wesentlich entspanntere Zeiten. Erzähl mir was über das Hinterland.
Etwas weiter hier, geradeaus, gibt es eine Quelle, an der die Wasserträger arbeiten. Mhm. Am Oststrand fischen die Fischer. Mhm. Am Weststrand hält der alte Mac nach Schiffen Ausschau. Mhm. Und sonst gibt es hier und da ein paar Höhlen, Pflanzen und Viecher. Verstehe. Ist dir nie langweilig? Ist dir nie langweilig? Nein. Irgendwas gibt's hier immer zu tun. Und wenn nicht, dann genieße ich einfach die Sonne Antiguas. Mhm. Was kann es Besseres geben? Auf Kaperfahrt gehen, die Welt retten, eine Familie gründen. Auf Kaperfahrt gehen? Die Welt retten? Hoppala. Warum? Auf Antigua kriegst du, was du willst. Und zurzeit habe ich auch genug zu tun. Ich bin froh, dass der Admiral mir diesen Posten gegeben hat. Ich brauch Sonne, Rum und meine Ruhe. Sonst nix. Okay, Entschuldigung, ich wollte das andere eigentlich wählen, aber ja, ich bin da... Die Maus ist nicht nach oben, ne, und so weiter. Ja, gerutscht. Was meinst du, warum diese Viecher hierher kommen? Was meinst du, warum diese Viecher hierher kommen? Man sagt sich, wir seien alle verflucht. Hm. Offenbar haben ein paar Piratenkapitäne irgendwo einen fiesen, schlafenden Hund geweckt. Ich habe schon ein paar richtig ungemütliche Kreaturen gesehen, das kannst du mir glauben. Und sie kommen immer zu den Menschen. Als wenn sie genau wüssten, dass wir ihre Feinde sind. Gruselig, sag ich dir. Na prima. Was ist denn eigentlich dieser Blutschwurplatz? Was ist denn eigentlich dieser Blutschwurplatz? Er ist direkt neben dem Haus der Kapitäne. Früher wurde dort die Aufnahme neuer Piratenkapitäne gefeiert. Piraten, die sich dem Kodex widersetzten, wurden dort auch entehrt. Eine Entehrung endete vor unserer Zeit nicht selten mit dem Tod. Heute ist der Platz allerdings verwildert und dient den Jungs, um ihren Rausch auszuschlafen. Ich suche einen Druiden. Ich suche einen Druiden. Du suchst Eldrick. Ja, richtig. Du hast ihn gesehen? Er kam hier vorbei. Ich habe ihn vor den Gefahren des Inlands gewarnt, aber er wollte nicht hören. Das ist jetzt aber schon einige Tage her. Wo wollte er genau hin? Ich habe ihn beobachtet. Er ging zum Bach, der durch Antigua fließt. Dann ging er Richtung Westen. Wenn du dem Bach folgst, wirst du ihn vielleicht finden. Danke. Das war mir eine große Hilfe. Tatsächlich? Pass lieber auf, dass dich nicht bald jemand suchen muss. Dir entgeht bestimmt nichts hier draußen. Mhm. Kannst du mir zeigen, wie man kämpft? Warte mal. Ich rüste jetzt alles um auf Silberzunge. Was ich so habe. Ich muss mal schauen, ob ich überhaupt was habe. Silberzunge 5, Silberzunge 5. Komme ich da hin? Amulett. Da habe ich überhaupt nichts, Silberzunge. Das ist natürlich nicht gut. Habe ich dann beim Ohrring noch was? Na, habe ich schon an. Großartig. Das heißt... Ei, 5 würden noch fehlen. Warte mal. Charakter, Inventar, Ausrüstung. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Kopf oder so irgendwas ausrüsten könnte, Silberzunge kann der schon, der ein bisschen mehr Silberzunge kann, ne? Hier, plus 5. Ah, das reicht schon mal. Moment. Jetzt haben wir 50, ne? 50 Silberzunge. Das ist gut. So, hi Bill. Und zwar... Ach, das war nicht Silberzunge, das war Diebeskunst. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich vertan. Verlesen. Wieso komme ich jetzt auf Silberzunge, ich Idiot? Entschuldigung. So, wieder zurückrüsten. Bin einfach nur doof. Warte, was mache ich da? Aber hätten wir Diebeskunst? Plus 10... Plus 5 haben wir mehr. Wir hätten hier plus 10. Amulettmäßig. Haben wir gar nichts. Das ist super. Und beim Ohrring haben wir auch nichts. Das reicht nicht, ne? 40 nur. Na, das reicht nicht. Schade. Na dann gehen wir wieder auf Ruhm. Ruhm und Ehre. Und hier haben wir eh kugelsicher. Das passt eh. Und beim Ohrring
Hammer Silberzunge, passt. Schade, vielleicht später. Vielleicht später. Was haben wir denn da drüben? Ist hier der Friedhof? Ein Äffchen. Ja, hallo. Na? Ja, du bist aber niedlich. Oh, hier ist ein Pranger. Oh. Okay. Wir sollten hier vielleicht artig sein. Boah, ich muss kurz speichern. Wir sollten hier vielleicht artig sein. Ist das der Richtige? Ich glaube, ne? Weil, sonst wird unser Kopf bald dort liegen. Ach, Mann. Boah, da brauchst du Diebeskunst. Bist du gescheit? Da braucht man echt schon viel. So. Na, Fisch. Dann, ja, wäre es... Das ist ein schönes Haus hier. Dann wäre es vielleicht nicht schlecht, einmal den Friedhof dann bei passender Gelegenheit aufzusuchen. Was haben wir hier? Schwarzer Oleander. Nehmen wir auch gerne mit. Wen haben wir denn da? Du schaust aus wie Isabella. Grace. Hallo, Grace. Der Admiral hat ein Handelsverbot über die Stadt verhängt. Der Admiral hat ein Handelsverbot über die Stadt verhängt. Als hätte der Befehl von irgendwem dich schon mal von irgendwas abgehalten. Naja, es wird schwierig, unsere Vorräte aufzufüllen, wenn die Leute hier nicht handeln dürfen. Du kriegst das schon hin. Ach so, ich rede mit Patty. Ich dachte, ich rede mit Grace. Entschuldigung. Wie mache ich mich? Grog und so weiter. Gut. Ich dachte, ich rede mit ihr. Hi, willkommen Grace. In Antigua, Kapitän. Ich hoffe, die Reise hierher war ohne größere Unbequemlichkeiten. Ist gegangen eigentlich, jo. Hätte ruhiger sein können. Guten Tag, schöne Frau. Ja, danke der Nachfrage. Danke der Nachfrage. Ja, danke der Nachfrage. Das ist schön. Ich bin Grace, Tochter von Bongard, dem berühmten Fernhändler der Dornenküste. Mhm. Es ist lange her, dass sich ein Piratenkapitän hierher verirrt hat. Und nun haben wir die Ehre, sogar zwei von ihnen in unserer Stadt beherbergen zu dürfen. Bongard? Dornenküste? Nie gehört. Was hast du denn mit den Piraten zu schaffen? Na, fangen wir mit dem Oberen an. Bongard? Dornenküste? Nie gehört. Wo soll das sein? Frechheit! Es ist beschämend, das Wort einer werten Dame anzuzweifeln. Hab ich dich verärgert? Das war gar nicht meine Absicht. Oh, nun, dann ist es wohl an mir, mich zu entschuldigen. Das ist ja wieder mehr als komisch, oder? Wo ist dieser andere Kapitän? Ich hätte doch das untere nehmen sollen, verdammt. Wo ist dieser andere Kapitän? Wo ist dieser andere Kapitän? Der ist beim Admiral. Die beiden haben wohl eine kleine Auseinandersetzung. Mhm. Ich würde da jetzt besser nicht stören. Wie ist das Leben hier in Antigua? Wie ist das Leben hier in Antigua? Ich bin schon an vielen Orten der Welt gewesen, aber keiner war so schmutzig wie Antigua. Ein angemessenes Leben ist für jemanden wie mich kaum möglich. Wir sind wohl ein bisschen, schnöselig unterwegs, hä? Also nie darüber nachgedacht, diese Insel zu verlassen? Und wie lebt man dann so als feine Dame in Antigua? Das obere, oder? Nie darüber nachgedacht, diese Insel zu verlassen? Für eine Dame meines hohen Standes ist es äußerst schwierig, unbehelligt zu reisen. Jeder Halsabschneider hier versucht, mir an die Wäsche zu gehen. Na klar, möchte ich wetten. Der Admiral jedoch sorgt für meine Sicherheit. Okay, so ganz ohne Gegenleistung? Der Admiral ist also euer Vormund in seinem Schlafzimmer? Boah! So ganz ohne Gegenleistung? So ganz ohne Gegenleistung? Schon wieder so eine Unverschämtheit, ich muss schon sagen. Ja, gib dir keine Mühe, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich warne dich, du Schuft. Treib es nicht zu weit. Alter, du bist weder von edler Herkunft noch eine feine Dame. Erzähl mir mal was über den Admiral. Ja, machen wir mal das zuerst, ja. Erzähl mir mal was über den Admiral. Früher war er ein gefürchteter Piratenkapitän. Ein Schlitzohr mit Prinzipien. Er sagt immer, dass sein Piratenkodex, nach dem er lebt, ihn hierher geführt hat. Er ist sehr stolz auf seinen Ruf und seine Stadt.
Wie gut kennst du Captain Slane? Wie gut kennst du Kapitän Slane? Er ist einer von der Sorte, der eine Frau um seinen Finger wickeln kann. Aha. Ich bin auch schon auf ihn hereingefallen. Ah ja. Und wenn ich ehrlich bin, würde er es wahrscheinlich wieder schaffen, mich einzufangen. Na klar. Kannst du eigentlich auch kochen? Diebeskunst 80. Na, das erste um. Sie ist weder von edler Herkunft noch eine feine Dame, mit der stimmt was nicht. Du bist weder von edler Herkunft noch eine feine Dame. Und den Fernhändler Bongard gibt es wahrscheinlich auch nicht. Na gut, du Mistkerl. Lassen wir die Spielchen. Zugegeben, du bist ein netter Bursche. Aber wenn du mir Ärger machst, wirst du es bereuen. Wie läuft dein Geschäft? Wie läuft dein Geschäft? Miserabel. Schau dich doch hier mal um. Du bist der erste vernünftige Kerl, der hier seit langer Zeit vorbeigekommen ist. Na gut, mal von Slane abgesehen. Mhm. Also, wenn du eine kleine Abwechslung brauchst. Ja, ja. Ich fürchte, du bist mir zu teuer. Nein, danke. Ich bin schon vergeben. Richtig. Nein, danke. Ich bin schon vergeben. Ach, tatsächlich. Wer ist denn die Glückliche? Jetzt komm schon. Du weißt doch, wie ich das meine. Ach ja, es ist wie immer. Die Besten sind meistens schon weg. Tut mir leid. Naja, du bist ja wenigstens süß. Nicht so wie die anderen hier. Ach du Heilige, du magst die Männer in Antigua nicht? Du magst die Männer in Antigua nicht? Die meisten haben Schulden und kommen gerade eben über die Runden. Bill, die Wache am Westtor zum Beispiel. Am Ende des Monats ist seine Geldbörse so leer wie eine ausgetrunkene Flasche Rum. Am schlimmsten ist dieser bis über beide Ohren verschuldete Schmied Wilson. Ich schätze, der Kerl würde mich sogar heiraten, wenn er sich's leisten könnte. Aha, interessant. Na dann, es war mir ein Vergnügen. Die Betty, ne? Eine Wache. Moment, ja? Was willst du hier? Ist der Eintritt hier verboten? Geh zur Seite. Nein, verboten. Ist der Eintritt hier verboten? Ich habe Anweisung, niemand hier reinzulassen. Ich bin Kapitän des großen Schiffes im Hafen. Admiral Alvarez und Captain Slane sind gerade beschäftigt. Mhm. Na, dann gehe ich mal rein und schaue, ob ich Ihnen weiterhelfen kann, was? Na gut. Oh, das ging ja einfach. Ich werde mal speichern. Das ging ja einfach. So. Aber zuerst, bevor wir wirklich reingehen, wie komme ich da runter? Ach, hier. Ist das da hinten der Friedhof? Ich suche immer den Friedhof, ne? Schaut schon friedhofmäßig aus. Ei, caramba, da ist was verbuddelt. In der Tat und tatsächlich. Äffchen. Was bist denn du? Grabwurzel. O'Connell. Nesir. Er ist echt gestorben. Murray. Gibson. Mel Gibson ist auch schon verstorben. Ach du liebe Zeit. Wally. Nein, das war jetzt ein Spaß. Nicht ernst gemeint, um Gottes Willen. So, dann putteln wir mal, ne? Und schauen, ob wir den nächsten Hinweis von Stahlbarts Tagebuch bekommen können. Wahrscheinlich hat er den nicht dort darin verbuddelt. Das wäre wahrscheinlich zu, ja, unvorsichtig. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Und? Alte Truhe öffnen. Ich wusste es doch. Knochen ist drin, alter morscher Knochen und 10 Gold. Natürlich ist das ein Fake. Seltsam, dass mein Vater Pirat geworden ist und kein Totengräber. Betty, da war nix. Ja. In Neses Grab war eine Kiste Was? Was für eine Kiste? Ach so, beim Grab war eine Kiste. In Nesirs Grab war eine Kiste vergraben. Aber sie scheint schon geplündert zu sein. Das klingt nicht gut. Ohne den Hinweis können wir die Rätsel vielleicht nicht lösen. Wenn du den Schatz haben willst, haben wir keine andere Wahl. Dann halte bloß die Augen offen, wenn wir da sind. Mhm. Tjo, wer könnte das denn gewesen sein? Das ist die Frage. Es gibt ja so wenig Piraten hier. Oje, oje. Haben wir hier oben noch irgendwas? Eine Höhle, ne? Ob das so gesund ist, da reinzuschauen? Ich werde mal speichern. Wieder mal. Hallo? Natürlich. Okay.
Passt. Da fällt mir gerade ein, weil sie gerade geschossen hat. Ich habe vergessen, meine Pistole auszurüsten. Entschuldigung. So, dann nehmen wir ihm seine Krallen weg. Goldader. Bitte, das haben wir auch gleich weg. Und dann werden wir den Part beenden, meine Lieben. Oh ja. Zack. Sehr gut. Oder warte, gibt's noch was? Es geht noch ein Stück weiter nach hinten, ne? Ach Gottchen, diese Kisten machen mich wahnsinnig. Na gut, ihr Lieben, das ist alles so schwer zum Knacken. Ach ja, was soll's. Ich bedanke mich auf jeden Fall und auf alle Fälle fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!